Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem kurzen EDC-Update. Der Sommer ist vorbei. Die Zeit der kleinen Seitentasche ist wieder vorbei. Wenn man spitzt, jetzt nicht mehr so brutal am Rücken, wenn man einen Rucksack trägt. Darum habe ich wieder Rucksack immer dabei als ja, Einkaufen, Arbeit, Freizeit und so weiter. Und auch das EDC hat sich ein ganz klein bisschen verändert. Es ist ein bisschen schwerer geworden. Und ich dachte, wird doch wieder mal Zeit für ein kleines Status-Update. Selbstverständlich. Schönes, schweres Taschenmesser jetzt aber. DPX Gear. Ist ein cooles Teil. Ja, klingt ein bisschen schmutzig. Wirklich robust. Aber für die Größe und, sage ich mal, die massive Ausführung. Herrschaftszeiten. Ja, glaube ich's denn. Platzen hier doch glatt die Zeugen Jehovas ins EDC-Video und wollen mit mir über den Glauben sprechen. Du. Die konnten gerade echt froh sein, dass das ganze EDC hier auf dem Tisch lag. Ne? Ich glaube es ja nicht. Wo haben wir stehen geblieben? Hest Folder. Sehr gutes Anti-Zombie-Tool und sonstige. Okay, lassen wir das. Dann Multitool, klar, ne? Momentan der Sock Switch Plier. Ultra cooles Tool, also wirklich. Coole Zange und ja, wenn man oft eine Zange dabei hat, verwendet man sie auch viel öfters. Ne? Sehr cool. Ich muss sagen, die kleinen Werkzeuge drin habe ich bisher noch nicht so oft gebraucht. Das einzigste war als der Kreuzschlitz. Und der Schraubendreher brauche ich oft, um eben den Öldruckzylinder an der Haustür zu verstellen. Das sind eigentlich so die beiden meistgenutzten Werkzeuge. Ne? Und die Zange dazu. Ne? Ganz praktisch ist natürlich, ne? Aber das ist ein bisschen größer und schwerer. Da habe ich gedacht, bei dem Gewicht kommt so bei der Lampe immer drauf an. Ne? Bin ich von der ganz kleinen 1-Triple-Lampe von der Streamlight MicroStream hin zur P10 Nightcore. Ne? Gefällt mir eigentlich diese alles hier hinten Bedienung und nur drei Modi. Ne? Zack, eigentlich reicht mir der kleine 20-Lumen-Modus, mit dem mache ich was alles dann. Ne? Ist cool. So. Dann eins der längsten Artikel hier drin, ne? Böker Plus Pen Kit 50. Einfach nur genial. Hat schon ganz schöne Spuren, also die Beschichtung hier, ne? Die wird schon abgetragen. Dann mein Schlüsselbund. Klar, ganzen Batterieschlüssel dran. Ich habe den so zweigeteilt. Wenn ich wegfahre, länger irgendwo hin, dann trenne ich das meistens und lasse die unnötigen Schlüssel zu Hause, dass wenn du schon irgendwas verlierst, du die Verluste gering hältst. Und wenn ich unterwegs bin, brauche ich ja wirklich nur den Autoschlüssel, wenn ich mit dem Auto irgendwo unterwegs bin. Darum teile ich die oft und lasse dann die ganzen anderen Schlüssel zu Hause. Und dann hier dran habe ich so einen Nightstick, ne? Wenn der so tagsüber Licht aufgenommen hat, leuchtet der echt lange nach. Und hier habe ich neuerdings noch dran, so als kleines Backup, ne, das Real Steel U11. Super kleines Slipjoint-Taschenmesser. Aber nicht zu klein, dass man nichts damit machen könnte. Ne? Also ist okay, schön in diesem Carbon G10-Optik. Coole Sache. Große Veränderung. Tada, ich habe mein altes Samsung wieder ausgegraben. Das 1150. Cooles Mobile Phone, einfach nur Telefon, sonst nichts. Aber was natürlich geil ist, Standby-Zeit, ne? Ein Monat. Du musst nicht jeden Tag dein Smartphone laden und ich will mein Leben ein bisschen entschleunigen, haben Sie vielleicht einige mitgekriegt. Ich habe, abgesehen von der Google-Welt, sämtliche sozialen Netzwerke, Instagram, Twitter, Facebook und weiß der Geier was, alles gelöscht. Bin eigentlich nur noch bei Google, im Google-Imperium, ne? Mit YouTube und Google Plus, gut, Google Plus, das wird automatisch gefüttert aus dem Blog und aus dem YouTube. Also mache ich eigentlich nur noch YouTube und schreibe ein bisschen an meinem Blog rum. Da kann ich nämlich ein bisschen wieder fotografieren und so und ein bisschen was da schreiben. So, ab und zu mal so ein Zweizeiler da reinhängen mit einem Foto. Ne? Und im Zuge dieser ganzen Entschleunigung habe ich natürlich auch mein geschäftliches Telefon wieder im Geschäft gelassen. Zum damit arbeiten und anderen Leuten zu helfen, reicht mir das im Geschäft zum Nachgucken. Das brauche ich nicht mit mir rumtragen, weil dann reagiert man nicht sofort auf jede Nachricht, auf jeden Chat, auf jede Mail. Ne?
Du machst dein Leben eine Runde gemütlicher. Und Geldbeutel, wie schon immer, Trash Monsters hier, der Camo, LKW-Plan, Geldbeutel, wirklich super Teil. Und als Uhr neuerdings, oh, du hast schon seit ein paar Wochen, Monaten hier die Casio Sofu Solarfunk. Die ist richtig stark. Ne? Sekundengenaues Teil. Gefällt mir richtig gut. So, das war's. Kurzes EDC Status Update. Okay. Ciao Leute, macht's gut. Bye, bis zum nächsten Video.